Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Horizon Zero Dawn. Es geht weiter. Schauen, was wir hier drin finden. Nix. Naja, eine Aufzeichnung, okay. Na gut, fangen wir nochmal bei Uthia 1 an. Integritätsprüfung wird durchgeführt. Dr. Broshard Klein, darf ich etwas sagen? Ich denke schon. Es ist niemand da, der mich daran hindern könnte. Doktor, Sie sind müde. Ihre Schlafzyklen zeigen Unregelmäßigkeiten. Leiden Sie unter einer Depression? Naja, ich sitze für den Rest meines Lebens in einer wissenschaftlichen Anlage fest. Was ist mit dir? In einem Zeitintervall von einer Quadrillion Arbeitszyklen sind 10.000 damit beschäftigt, den Verlust von Dr. Sobek zu verarbeiten. Ich habe beschlossen, diese Prozesse zu sperren. Halten Sie das für klug? Ich bin kein Psychologe, Gaia. Oder KI-Wissenschaftler. Nein, das ist natürlich. Zumindest im Kontext unserer Arbeit, die etwas an der Bedeutung des Begriffes natürlich vorbeigeht. Sie war dein Schöpfer. Die Schutzheilige dieses verrückten Unterfangens. Die Mutter der leidenschaftlichen Hypothesen. Selbst wenn man eine Reihe von erheblichen Fehlerkombinationen annimmt, sind die Erfolgschancen von Zero Dawn mehr als hypothetisch. Das war rhetorisch ausgedrückt, Gaia. Notier dir das. Was pflanzen wir in ihre Köpfe, Alice? Ted Fado, jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, es ist Gift. Ted Fado war anscheinend nicht so begeistert von der Idee, was die Kinder alles lernen sollen. Was war da bitte hoch? Vielleicht hat er auch ein bisschen was damit zu tun, dass nach Elisabeths Tod da die Leute das nicht gelernt haben. Vielleicht hat er ja da irgendwie rum manipuliert noch. Würde mich nicht wundern. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Da wäre ich jetzt fast runtergefallen. Oh oh. Bitte mal mit dem Erdbeben bitte aufhören. Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzigen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden bringen. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Ja, mach weiter. Dieser Blödi hat bestimmt eingegriffen. Da oben muss ich rein. Okay. Aloy.
Ja, kannst du mal da reingehen? Nein, ich hab keine Lust. Oh nein. Ich wollte da durch die Seitentür noch gucken. Lass mich raten, Ted Faro. Oh shit. Oh nein, mehrere. Alle. Was? Oh oh, jetzt sag nicht, er hat die alle umgenockt. Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Du Pimmelhof hast die alle umgenockt. Der hat die bestimmt umgenockt. Okay. Es war nur eine Kiste drin, aber es hätte auch was anderes sein können, was wichtig ist. Wenn hier Luft reingeströmt ist, von der Seite, wo sie reinkam, hat der dann da irgendwas gemacht, dass die da ersticken mussten? Oder ist das einfach nur jetzt so random Geschwafel? Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Ja. Es tut mir wirklich leid. Er war der Einzige, der nicht hier war. Ihr müsst mir zuhören. Ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Oh, shit. Es ist nicht einfach. Also, ich, bitte, stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass, hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf. Was ich sagen okay, will, er ist völlig durchgeknallt. Ist, ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ich wusste es. Ich hab's geahnt. Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen Unschuldige sterben. Ich wusste es. Oh, shit. Wow. Übelst. Deswegen ist auch dieses Apollo da kaputt gegangen und überhaupt der blöde Penner, er so von wegen, ja, das Wissen, was wir haben, das ist Gift und bla. Ah, aber beinahe jetzt endgültig den Planeten den Ding gekostet mit so einem Mist. Wow. Ja. Hat sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hat. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung.
Was ein Pisser, der hat die einfach umgebracht. Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Ich werde sie mir in den Arsch stecken. Ich hoffe nicht, dass ich das muss. Ich hoffe nicht, dass Hades ein riesen Maschinending ist, dem ich das in den Arsch stecken muss, weil wenn ja, habe ich ein Problem. So, und jetzt hole ich mir als erstes die Rüstung. Sobald ich da wieder irgendwo weg bin und ich nicht... Das klang nicht gut. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Dumme Sau! Wait a second. Was ist das hier schon wieder für ein komischer Sound? Das gefällt mir nicht. Ich bin sehr, 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 sehr happy, dass wir dieses Sonnenreich-Gedöns gemacht haben. Weil die Nebenquest, die einzige ist jetzt hier noch dieses Waffenlager. Und ansonsten habe ich nämlich ziemlich viele Nebenquests erledigt, wenn man sich das hier mal anschaut. Auf Aufträge gab es jede Menge. Banditenlager, alle erledigt. Ja gut, maybe ist noch irgendwo mal so ein NPC am Rumgammeln, aber... Du bist... Gott, hat der mich jetzt erschreckt, du dumme Sau. Oh. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Du bist ein Verräter, Penner. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Wieso glühen jetzt denen seine komischen Bänder plötzlich? Es ist so. Ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Aha. Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen, unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee du nur für ihn. Du warst die ganze Zeit der Brunzbirn-Kacker, der das gemacht hat. Weil wow. Dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr... Codebrecher-Modul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eclipse... Hinterhältiger kleiner Glatzi. Die erweckten Roboter... Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Erzähl mir alles über Hades. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Hades, die Eklipse, alles. Es ist kompliziert, Aloy. Fang einfach an. Es begann, das ist das Solas-Syndrom. Traue niemals mehr Leuten mit glatzenden so Spielen. Vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät Penner. Sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran.
bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf, direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas, ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titanen, tief in den Dschungeln des Juwels. Wow. Gut, er wollte was, er wollte wissen, er wollte lernen. Er hat halt im Endeffekt, war er nicht damit zufrieden mit der Situation, wie sie war und blub. Aber natürlich hat er sich in dem Moment dann, ja, dem Falschen als Freund gemacht. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Deswegen haben dann die anderen wahrscheinlich alle verboten, dass sie in irgendwelche Nähe von solchen Maschinen und Städten kommen. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen, bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren, ihre Stämme und Maschinen. Doch ihr dringendstes Anliegen war stets der Turm. Das ist dir nicht zufällig spanisch vorgekommen, du Depp. Und warum gründest du dann überhaupt die Eclipse? Bist du eigentlich total deppert oder was? Was wollte sie über den Turm alles wissen? Sein genauer Standort. Die umgebende Landschaft. Wem das Land unterstand. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Genug für eine kleine Armee. Zumindest für deren Kommandeure. Voll depp. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik, Analysis. Unvorstellbar. Und die Schatten-Kaja? Wie kamen sie ins Spiel? Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Oh, eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also oh ja, Gott. Es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester Bahavas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eklipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades genauen Vorgaben. Eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Besonders wegen der Änderungen, die ich selbstständig vornahm. Die Möglichkeit, sie auszuspionieren. Ja. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Geheimer Zugriff zur Überwachung ihrer Aktivitäten und Kommunikation. Was ließ dich denn umdenken? Doch sicherlich nicht dein Gewissen. Eigentlich fing ich an, mir Sorgen zu machen, als die Eclipse eine alte Kriegsmaschine erweckte. Mit meiner Technologie. Ich fragte Hades, was er damit vorhatte. Ein bisschen spät. Fürwahr. Ich hatte meinen Zweck bereits erfüllt. Als meine Arbeit am Fokusnetzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Wow. Und seitdem bin ich auf der Flucht. Und wann kam ich dabei ins Spiel? Der gemeinsame Weg. Als Olin dich entdeckte. Systembedrohung erkannt. Das machte mich aufmerksam. Ein Tötungsbefehl für ein wildes Nora-Mädchen? Warum sollte Hades sich dazu herablassen? Doch dann sah ich, dass das Nora-Mädchen einen Fokus trug und einer großen Wissenschaftlerin der Alten verblüffend ähnlich sah. Helis reagierte. Ich hielt dich für tot. Dann kam ein Signal von deinem Fokus,
aus dem Noraberg. Je mehr ich dir zusah, desto sicherer war ich mir, dass du etwas Außergewöhnliches bist. Und sehr nützlich. Durch dich entdeckte ich endlich die Geheimnisse der Erde. Ich wollte tun, was in meiner Macht steht, um deinen Erfolg zu sichern. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Ja, tut eigentlich alles um für Wissen. Was du getan hast, nur um Wissen zu erlangen, Silence. Purer Leichtsinn. Aloy, dies war kein Geständnis, über das du urteilen sollst. Oh, unglaublich. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Ja, schade, Silence. Ich dachte, ich darf sie ihm in seinen Arsch stecken. Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel der zu entdecken. Der hackt doch noch immer irgendwas aus. Endet. Und das hier? Überlasse ich dir. Der hat uns bei weitem noch nicht die komplette Wahrheit erzählt. Wir wissen ja, der manipuliert uns gerade auch. Du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Wenn es irgendwann DLC gibt und es sich herausstellt, dass du ein Glatzi bist, so wie Solas, tritt ich dir in deinen Arsch. Das weißt du schon. Affe. Da kann mir noch einer erzählen, ja, das ist wichtig und man muss alles wissen. Ja, das mag schon sein, aber man muss sich nicht mit so einem A-Loch verbünden. Aufgabe abgeschlossen. Oh, ja, schön, Hades. Das Fokusnetzwerk ist aktiv, gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse? Daten wurden kompiliert. Volumen übersteigt. Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her. Du sollst deine Belohnung bekommen. Alles gut. Helis. Bedrohung in der Eklipse entdeckt. Sagt seinen Namen, O Schatten. Und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren. Silence. Silence. Ja. Eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Mhm. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. Damit hat er wohl dann nicht so schnell gerechnet gehabt. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Bahavas. Sieh her. Es ist, wie ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Bleib! Bleib zurück, Karja im Schatten! Falsch! Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten! Der verborgene Schatten? Ich verstehe nicht. Hat Araman den Gauhab nicht verstanden, der sich auf der Flamme niederließ? Ach, er kennt die Heilige Schrift. Araman folgte dem Schatten, den der Turm warf. Zu dem Berg, auf dem das heilige Meridian erbaut wurde. Ihr werdet dem Schatten noch einmal folgen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Ein Auserwählter der Sonne. Aber in Zeiten der Not kann die Macht des Schattens erreichen, was die Sonne allein nicht schafft. Werdet ihr uns zurückgeben, was unser ist, o Schatten der Prophezeiung? Ich brauche eine Armee, Gehorche, und Meridian ist dein. Ihr könnt euch unseres Gehorsams sicher sein. Tja, der hat Silence dem arschigen Hades die nötigen Infos gegeben. Hades hat seine Rolle gespielt, damit der auch bekommt, was er will. Und die ganzen anderen wissen
ahnungslosen Volldeppen sind denen einfach mal blindlings gefolgt, weil sie wussten sie ja nicht besser. Von wegen, ah, wir sind Volldeppen, olle, Special Effekt. Ja, so kann das gehen. Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Ich habe deine Übertragung empfangen. Das warst du doch, oder? Einheit unbekannt. Ich heiße Silence. Und du bist? Ich glaube nicht, dass du gerufen hättest, wenn du nicht etwas gewollt hättest. Du hast gerufen, ich habe geantwortet. Sagst du mir deinen Namen? Hades. Du bist eine Schöpfung der Alten? Eine Kriegsmaschine? Definiere Zeitlinie. Zeit? Ah, es herrscht der 13. König des Karja-Sonnenreichs. Definiere Karja. Wir greifen vor. Bist du eine Schöpfung der Alten? Ich frage mich, wie lange du hier gewartet hast, begraben, bis ich dich gefunden habe. Wie lange du warten müsstest, bis wieder jemand kommt. Du bist offensichtlich sehr mächtig, aber ohne mich kannst du nichts tun. Titan beherbergt nur den Intellekt. Definiere Karja. Das ist schon besser. Definiere Karja. Definiere Speer. Nett. Ich muss Avad erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, eine starke Waffe entdeckt, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm. Oh Gott, dem Sonnenkönig muss ich das berichten. Ja, erstmal, wo ist jetzt dieser Scheißkack? Hier, oder? Erstmal reisen wir dahin und holen uns unsere Rüstung. Aber das machen wir im nächsten Part gleich, weil wir haben schon überzogen. Oh mein Gott! Skandalös! Ja. Und was uns dann noch so erwartet, sehen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und bis dahin, ciao, ciao.